Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Infovideo. Denn gestern in der Future Game Show in dem Livestream wurden wieder zwei neue Spezies für das Spiel gezeigt und das möchte ich jetzt einmal mehr mit euch gemeinsam anschauen. Hi, I'm Rich Newbold, I'm the Game Director on Jurassic World Evolution 2. And today we're going to be showing you some new dinosaurs and one of the new environments in the game, but we're going to be doing things slightly differently. So please welcome our special guest, Jeff Goldblum. Mit Jeff Goldblum, richtig cool. Welcome, Jeff. Welcome to me, I guess, or welcome to us. Hi, Jeff. Welcome to the audience, maybe, on this thing called the Future Games Show. First up, we have the temperate environment, and some of you will notice it's raining. So, das ist das neue Biom. Was uns hier gezeigt wird, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen auf ein paar Screenshots. Das ist halt dieses Tropen- oder Temperate, haben sie es jetzt genannt. Also gemäßigtes, das ist, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Das Standardbiom, was wir so aus Jurassic World Evolution 1 kennen, würde ich sagen. Und wir haben das erste Mal Regen. Ich spule nochmal einen Tick zurück. Dann seht ihr es nochmal von Anfang an. Future Games Show. First up, we have the temperate environment, and some of you will notice it's raining in here. Oh my gosh, yeah, that's rain. It's raining. And this is the first time that we've shown this effect in Jurassic World. Ich meine, Regen kannten wir schon aus Jurassic World Evolution 1, aber es ist das erste Mal, dass es in JWE 2 gezeigt wird. Evolution 2. Rain is one of the many weather challenges that the player will face as they're building the dinosaur theme parks. Schnee gibt's auch. For example, in our desert environment, you'll be challenged with sandstorms. Oder Schneestürme natürlich. In der Wüste. This looks lovely. This looks like some kind of resort. Das kennen wir alles schon so ein bisschen. We've got two new species to show you today. Und jetzt kommen gleich die zwei neuen Dinosaurier. Und das ist ein Marine Reptile, nennen sie es immer auf Englisch, also ein Wassersaurier und ein Flugsaurier. The first one is the Ichthyosaurus. Oh, this is an underwater dinosaur of some kind. Diesen hier habe ich sogar predicted für das Spiel und mir gewünscht, nämlich der Ichthyosaurus, also so ein delfinartiger oder ein delfinartiges Urzeitlebewesen. I just did a little snorkeling here and there. I won't bore you with where, but I saw a barracuda under the water all of a sudden after I. Ich finde, der sieht mega cool aus. Ich glaube, der ist dann auch vom Größenverhältnis her zum Mosa wirklich mega winzig. Ich glaube, der Mosa wirkt wirklich riesig, wenn man den daneben jetzt freilassen würde. Ich frage mich auch, ob die sich dann untereinander angreifen. Oder ob der Mosa den dann zum Beispiel auch fressen würde oder sowas. Wäre mal interessant. Also wenn wir das Spiel haben, werde ich es definitiv ausprobieren. I was enjoying all these little fish and I was frightened out of my wits. If I'd seen anything like this, can you imagine? Well, actually, you'll be pretty safe with the Ichthyosaurus. Its diet consists mostly of fish and is one of several new. Okay, er frisst meistens Fisch. Wir spulen nochmal zurück, bevor es hier weitergeht. Den nochmal einmal hier sehen, wie er da rausschwimmt. Aber ich finde es richtig cool, diese Animation, wie der dann gleichzeitig da auch rauskommt, finde ich auch mega nice. Oh, this is an underwater. Man kann einfach vier Stück gleichzeitig freilassen. 1, 2, 3, 4. Mega cool. Und ich finde auch, die Schwimmbewegungen sehen sehr gut aus. Water dinosaur of some kind. I just did a little snorkeling here and there. I won't bore you with where, but I saw a barracuda under the water all of a sudden after I was enjoying all these little fish and I was frightened out of my wits. If I'd seen anything das like this, cool. Can you imagine? Well, auch diese Licht- und Sonneneffekte unter Wasser gefällt mir schon sehr gut. Ich glaube, wenn das dann richtig hochauflösend hier noch ist, weil es leider ein bisschen pixelig wegen der schlechten Videoqualität, dann sieht das echt heftig aus unter Wasser, das Game. Actually, you'll be pretty safe with the Ichthyosaurus. Hier seht ihr übrigens, wie der geschrieben wird, der Ichthyosaurus. Diet consists mostly of fish. And is one of several new exciting marine reptiles that. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal so eine Unterwasseransicht. Das heißt, das wird es dann wohl auch geben. Ich frage mich ja, ob es wie im Film ist, dass dann die Tribünen so runterfahren und dann die Besucher auch mal unter Wasser die Wasserlebewesen dann angucken können. Der Mosa sieht so cool aus, wie der sich hier bewegt. Hinter der Scheibe. Ich will nochmal zurück. Einmal noch angucken. Ich kann da gar nicht genug von bekommen. Schaut mal, wie cool das aussieht. Hier schwimmen dann auch einfach Fische rum. Vielleicht fressen die dann auch diese Fische, die da rumschwimmen. Könnte ich mir auch vorstellen. Sieht aber auch hier cool aus. Der Boden und so ist auch gestaltet mit Felsen. Ich glaube nicht, dass man das selber gestalten kann. Das ist nicht der neue Flugsaurier. Den haben wir schon gesehen. Das war der Tropeognathus, war es, glaube ich, ne?
So far, this clip is showing off, I would say, mainly dinosaurs. Not only the rain and different environments, which are very impressive and nice, but here's a... Da ist der neue Flugsaurier, der uns präsentiert wird. Nämlich ist das der Ceradactylus oder Ceradactylus. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Hat auf jeden Fall eine sehr lange und einen sehr geraden Schnabel. Pterodactyl or a Pteranodon. I don't know the names of it, but there's another flying. His eyes look quite mean. Wie böse der aussieht. Der hat doch so spitze Zacken hier unten. Und der Baum hier sieht auch sehr cool aus. This is the Ceradactylus. Da sehen wir nochmal den Schnabel. Also der ist wirklich heftig. Richtig lang. Ist natürlich sehr ähnlich wie der Pterano, da muss man sagen, so vom Körperbau her. Und auch der Kopf, allein dieser Schnabel, oder dieser Schnabel ist so das Markante, was ihn unterscheidet, würde ich sagen. Und vielleicht sieht er ein bisschen muskulöser aus. Sieht aus wie so ein kleiner Bodybuilder. Oh ja, die Zähne. Krass, wie die überstehen. Das sieht echt cool aus. Oh, das war's leider schon. Also, das sind die beiden neuen Tiere, die uns präsentiert wurden. Einmal der Ichthyosaurus und dann hier der Ceradactylus. Diese neuen Namen zu lernen, ist immer echt schwierig von den Dinos. Ja, das war's leider schon, Leute. Aber das ist echt cool, ne? Also es gibt hier wirklich momentan Schlag auf Schlag neue Infos zu JBE 2. Ich werde euch natürlich immer auf den Laufenden halten. Das soll es jetzt aber auch mit diesem kurzen Update-Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.